Berlin-Reinickendorf, 19. März 2015, 2.20 Uhr. Drei Männer auf dem Weg ins Spielcasino. Sie wollen ans Geld. Aber nicht an das in den Spielautomaten, sondern an das in der Firmenkasse. Sie bedrohen drei Mitarbeiter mit Pfefferspray, kriegen prompt den Inhalt der Kasse und verschwinden, wie Sie das gerade gesehen haben. Aber die Kripo hat die Räuber auf Video und hofft jetzt, dass irgendjemand sie heute Abend erkennt. Der Haupttäter war schließlich so gut wie unmaskiert. 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,95 groß, sportliche Figur, sonnengebräuntes Gesicht, unrasiert, etwas mehr als ein Dreitagebart. Er sprach Deutsch, die Opfer sagen in der Umgangssprache. Seine Kleidung, rote Jacke mit Kapuze, helle Jeans und eine dunkle Wollmütze mit dreieckigem Emblem auf der Stirn, möglicherweise Adidas. Beim Überfall trägt er eine sogenannte Pilotenbrille, bläulich-türkis verspiegelt. Seine beiden Komplizen sind etwa gleich alt, etwas kleiner, 1,70 bis 1,75, die Gesichter maskiert. Wenn Sie die Männer kennen, dann greifen Sie bitte jetzt zum Telefon und rufen Sie an. Hier bei uns im Studio oder bei der Polizei in Berlin. Die erreichen Sie unter 030 46 64 17 11 00.